sagt, er hat ein Telegramm seinem Bruder hier an unsere Adresse geschickt, damit er ihn abholt. Wenn er hier arbeitet, hat er es auch bekommen. Sagen Sie ihm, bei uns geht nichts verloren. Ich kann Ihnen nicht helfen, Mann. Sagen Sie mir, er soll morgen zur Personalabteilung gehen und soll sich die neue Adresse holen. Ihr Bruder ist verunglückt. In Grube. Gestürzt. Operiert. Se cayó? Abel in Hospital. In el Hospital? Ja. ¿Qué le pasa? ¿Dónde está? Dann kann er sich also da unten den Kopf nicht eingedrückt haben. Höchstens, dass der Aufprall so stark war. Nee, Lindemann, so ist das nicht. Und nichts wie weicher Sand. Immer dasselbe, Herr Kommissar. Keiner hat was gesehen, keiner hat was gehört zum Kotzen. So viel wie hier los ist, glauben Sie, dass wir da noch nach allem gucken? Am besten ist man zu euch gleich nach Sizilien. Ja, danke. Fragen Sie doch denen mal, wenn Sie was wissen wollen, Herr Kommissar. Was ist denn mit ihm? Er hat sich ganz schön verkracht mit Abel, bevor das passiert ist. Und wie? Bleiben Sie doch stehen, Mann. Halt! Stehen bleiben! Halten ihn fest! Es sollen Deutsche auch mitverwickelt gewesen sein. Wieso? Es soll Streit wegen des Lohns gegeben haben. Woher weiß er das? Es wird im Wohnheim erzählt. Namen will keiner nennen, da niemand mit reingezogen werden möchte. Naja, mit Gerüchten kommen wir da nicht weiter. Seitdem die hier sind, ist es zum reinsten Verbrecherviertel geworden. Und immer vor unserem Hof. Ach, wir hören schon gar nicht mehr hin. Sonntag, 14:30 Uhr. Freundschaftsspiel. Freundschaft. Lass doch mal den Riesigen. Ja.